Eine 10 Kilotonnen schwere Atombombe detonierte mitten in New York City, einer der größten Fußgängerzonen der Welt. Die Explosion erzeugt einen weißen Blitz, der heller ist als die Sonne und Menschen in einem Radius von 10 Kilometern bis hin nach New Jersey vorübergehend blendet. Eine Welle sengender Hitze und ein riesiger Feuerball, so heiß wie die Sonne, verwandelt alle Menschen im Umkreis von 30 Metern in Staub. Auf dem Boden sind nur noch Umrisse zu sehen, nukleare Fotos von dem, was vor Sekunden noch Menschen waren. Schrecklich. Und dieses Schreckensszenario ist erst der Anfang. Heute erstellen wir eine realistische Simulation eines modernen Atomkriegs. Welche Nation würde zuerst zuschlagen? Wie viele Milliarden von Menschen würden sterben? Und was für eine Gesellschaft würde danach entstehen? Und welche Nationen wären in der Lage, die Welt in Schutt und Asche zu legen? Nun, das ist alles hypothetisch. Aber die Vereinigten Staaten und Russland sind die beiden Länder mit den größten Atomwaffenarsenalen. Beide verfügen über Tausende von Nuklearsprengköpfen, genug, um eine weitreichende Zerstörung unvorstellbaren Ausmaßes zu verursachen. Und sie haben bereits Drohungen, Sanktionen und Ultimaten ausgetauscht. Die Atmosphäre ist mehr als nur angespannt. Eine Woche vor dem bevorstehenden atomaren Schlagabtausch bricht Panik aus, da die führenden Politiker der Welt nicht in der Lage zu sein scheinen, die Katastrophe abzuwenden. Doch dann wird die schlimmste Befürchtung der Welt wahr, als es zum ersten Einsatz einer taktischen Atomwaffe kommt, die auf ein russisches Militärziel gerichtet ist. In der Nähe der Einschlagzone gibt es sofort Verluste an Menschenleben und Eigentum. Panik breitet sich aus. Begebe dich sofort in einen Atombunker. Wenn du keinen Schutzraum findest, begebe dich in den am besten geschützten und isolierten Bereich deiner Wohnung, denn das ist erst der Anfang. Russland, China und Weißrussland bereiten einen Gegenangriff vor. Die Verbündeten der USA und der NATO sind genauso bereit, ihre roten Knöpfe zu drücken. Der schicksalhafte Tag bricht an und das Undenkbare geschieht. Nukleare Sprengköpfe regnen auf Großstädte, militärische Einrichtungen und wichtige Infrastrukturen herab. Die ersten Angriffe fordern in nur wenigen Stunden Millionen von Menschenleben. Die Detonationen lösen eine Reihe von katastrophalen Ereignissen aus, darunter eine gewaltige Schockwelle. Wir wollen untersuchen, wie sich eine Schockwelle auf Menschen auswirkt, die unterschiedlich weit vom Epizentrum entfernt sind. Nun, wir haben bereits gesehen, was passiert, wenn man sich innerhalb eines Kilometers von der Bombenexplosion befindet. Durch die extreme Hitze verdampft alles innerhalb des Explosionsradius vollständig. Du kannst dir das so vorstellen, als würde man bei einer Temperatur von 300.000 Grad Celsius oder mehr an Ort und Stelle eingeäschert werden. In 5 Kilometern Entfernung ist die Schockwelle immer noch verheerend. Gebäude werden eingeebnet und Brände wüten unkontrolliert. Die Wucht der Explosion kann zu schweren Verletzungen und Todesopfern führen. Die starke Hitze verbrennt die Erde und verursacht bei Menschen Verbrennungen dritten Grades. Das Überleben ist ein harter Kampf, während die Welt um einen herum zusammenbricht. 10 Kilometer von Ground Zero entfernt ist die Schockwelle immer noch stark. Gebäude sind beschädigt und die Explosion hat eine zerstörerische Kraft. In dieser Entfernung nimmt die unmittelbare Gefahr zwar ab, aber die Auswirkungen sind immer noch tödlich. Die Hitze kann immer noch Verbrennungen ersten und zweiten Grades verursachen. In 20 Kilometern Entfernung hat die Schockwelle den größten Teil ihrer ursprünglichen Kraft verloren, aber sie ist immer noch gefährlich. Gebäude werden strukturell beschädigt und die Gefahr von Verletzungen besteht weiterhin. Die Hitze ist zwar nicht mehr so stark, kann aber immer noch Brände entfachen. Ein Überleben ist hier eher möglich, aber die Herausforderungen sind noch lange nicht vorbei. Okay, zurück zu unserer Zeitlinie. Nur einen Tag nach dem nuklearen Schlagabtausch sind mehrere Millionen Menschen tot und viele weitere verletzt. Ganze Städte sind verschwunden. Es gibt nichts zu tun, außer in einem Atombunker zu warten. Verwende einen Geigerzähler, falls du einen hast, um die Strahlungswerte zu überwachen, und bleibe auf dem Laufenden, was die Notfallsendungen angeht. Das Ausmaß der Zerstörung wird natürlich von der Größe der Bomben abhängen. Wenn du weitere Einzelheiten erfahren möchtest, sieh dir unser Video über das wahre Ausmaß von Atomwaffen an und abonniere unseren Kanal für weitere Überlebensinhalte.
In der ersten Woche nach dem Austausch steht die Welt unter Schock und ist fassungslos. Weite Teile der Erde sind in nuklearen Fallout, Strahlung und unerbittliche Brände gehüllt. Diese katastrophalen Auswirkungen haben sekundäre Probleme wie einen Mangel an Nahrung, sauberem Wasser und Unterkünften ausgelöst. Ein stiller Killer tritt in Erscheinung. Krankheiten, die durch unhygienische Verhältnisse begünstigt werden. Die Zahl der Todesopfer steigt. Ruß und Asche aus den Nuklearexplosionen und den anschließenden Bränden führen zu einer Wolke, die das Sonnenlicht daran hindert, die Erdoberfläche zu erreichen. Dies führt zu einem erheblichen Temperaturabfall. Die Welt wird nun von einem nuklearen Winter heimgesucht. Die unmittelbaren Folgen davon sind akut zu spüren. Lebensmittel und sauberes Wasser werden noch knapper. Gemeinschaften drängen sich zusammen und versuchen verzweifelt, sich zu wärmen und zu ernähren. Du müsstest deine Lebensmittelvorräte rationieren und die Strahlung weiter überwachen. Im Laufe des ersten Monats bleibt die Welt eine trostlose, verstrahlte Landschaft. Plünderer wagen sich in die Ruinen der einst blühenden Städte, um Vorräte und Ressourcen zu erbeuten. Die katastrophale Situation führt zu weiteren Kämpfen um den Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften. Die Zahl der Todesopfer steigt unaufhaltsam an und übersteigt die Marke von 1 Milliarde verlorener Seelen. Die Welt befindet sich in einem gnadenlosen Tiefkühlzustand. Die Überlebenden müssen einen unerbittlichen Kampf gegen die extreme Kälte und die schwindenden Vorräte führen. Da Recht und Ordnung zusammenbrechen, müssen sich die Menschen zusammenschließen, um einander zu helfen und ihre Vorräte zu schützen. Nach dem ersten Jahr beginnen sich notdürftige Regierungen zu bilden, die versuchen, den Anschein von Stabilität zu erwecken. Die Zahl der Todesopfer zu diesem Zeitpunkt? Mehr als 3 Milliarden. Die Gesellschaft versucht, sich mit der Realität einer Welt ohne moderne Annehmlichkeiten, Konnektivität oder das beruhigende Summen der Technologie zu arrangieren. Es werden erneuerbare Energiequellen erforscht, um etwas magere Wärme und begrenzte Elektrizität zu erzeugen. Kleine Gemeinschaften tauschen weiterhin Ressourcen und Wissen aus. Die Gesundheitsversorgung beginnt zaghaft wieder aufzutauchen, und eine Grundausbildung wird für eine neue Generation unerlässlich. Versuche, ein aktives Mitglied deiner Gemeinde zu sein, indem du die Jugend unterrichtest, Pflanzen in vertikalen Gärten anbaust und dich an Wiederaufbauprojekten beteiligst. Nach 5 Jahren hat sich die Welt dauerhaft verändert. Die überlebenden Gemeinden werden immer größer und zahlreicher. Handelsnetze umspannen größere Gebiete und verbinden isolierte Gruppen wieder miteinander. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zur Lösung der Herausforderungen einer postapokalyptischen Welt lässt die Hoffnung der Menschen wieder aufleben. Kontrollierter Indoor-Anbau hat die herkömmliche Landwirtschaft abgelöst und bringt bescheidene Erträge hervor. Dennoch schreitet die Zahl der Todesopfer unaufhaltsam voran und übersteigt inzwischen 4 Milliarden. Und neue lokale Kriegsherren sind im Aufschwung. Viele Arten, darunter auch der Mensch, sind immer noch vom Aussterben bedroht. Obwohl die Widerstandsfähigkeit der Menschheit bemerkenswert ist, ist der Weg zur Erholung lang und mühsam. Hoffen wir, dass dieses Szenario im Reich der Fiktion bleibt und dass die Welt, wenn die Zeit gekommen ist, den Frieden der Zerstörung vorzieht. Was meinst du, wie es dir bei einer nuklearen Apokalypse ergehen würde? Würdest du 2 Monate lang überleben? Nun, wir haben es getan und wir haben das Video, das es beweist. Genau hier bei Überleben.